Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich bin mir nicht sicher, ob es die letzte Folge wird, ob wir das jetzt durchkriegen. Ich habe einen Teil davon auch schon mal aufgenommen, aber leider ist mir dann die Aufnahme abgeschmiert. Das heißt, so das ein oder andere knifflige Rätsel erinnere ich mich wieder dran. Das meiste kenne ich ja eh schon. Ich habe das ja alles schon mal gespielt. Aber ich... Moment, da brauche ich ganz kurz mein Dekublatt. Es gab eine Stelle, wo ich tatsächlich in der Aufnahme hing. Das werde ich euch dann aber zeigen, wenn ich da bin, wo ich hing. So, pusten wir uns erstmal hier rüber. Das ist ja ganz easy, sagt er und wird es bestimmt gleich verkacken, nicht wahr? Oh, das war... Oh, ich hätte da unten... Moment. Da unten war ein Blatt. Da hätte ich dran wirbeln sollen. Es tut mir übrigens ganz schrecklich leid, falls irgendwas mit der Aufnahmelautstärke nicht stimmt. Ich habe beim Putzen aus Versehen an meinem Soundboard etwas verstellt. Und es kann sein, dass ich jetzt... Also ich werde lauter sein als davor, schätze ich. Aber ich hoffe, ich habe das Spiel einigermaßen angepasst. Moment, ich muss... Du gehst nach unten, gell? Ja, doch. Ich meine, natürlich habe ich die Plattform getroffen. Das war ja... Huch. Das war ja easy, die zu treffen. So, hier muss ich ganz kurz... Da habe ich nämlich auch ein bisschen aufs Fressbrett kassiert. Der Snipe. Oh! Oh, habt ihr... Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Damn. Das war... XX Elite Sniper 97XX. So, dann kämpfen wir mal gegen Mr. Blume. Diesmal auch ohne das Wasser. Ohne Cheat. Jetzt seht ihr mal, wie der Boss hier richtig gemacht wird. Warum auch immer jetzt meine ganzen Items, die ich gerade eben ausgewählt hatte, nicht mehr ausgewählt sind. Ich... Naja, egal. Bewegungssteuerung ist gerade gestorben, sorry. Das sind nicht alle, gell? Nee. Da fehlt noch was. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, seit... Ich weiß nicht, wie lang das schon ist, aber seit kürzerer Zeit spinnt die Bewegungssteuerung meiner Wii U ganz schön. Ich weiß nicht, ob das am... Also es wird vermutlich am Gamepad liegen. Aber was genau ich dagegen machen kann, das... invertiert manchmal die Steuerung einfach. Oh, ich habe keine Ahnung, warum. Aber es ist vielleicht eh gut, wenn ich nicht ganz so viel rumhampel, werde ich hier aufnehmen. Wird sich ja nicht positiv auf die Audioqualität auswirken, wenn ich hier mit meinem Controller vor meinem Mikrofon ein bisschen rumhampel. Also ich meine, auf der anderen Seite mache ich das ganze Let's Play von schon. Von daher, Ah, nein, da ist noch einer. Hallo. Bewegungssteuerung. Ah! Wenn ihr sehen würdet, wie ich hier gerade mit meinem Gamepad rumfuchtel. Alter, was war das? Ah, sehr schön. Das war clean. Eigentlich nicht. Eigentlich war es gelogen. Das war überhaupt nicht clean, aber... Ich hab's geschafft. Und das ist, was zählt. Oh, habt ihr im Moment auch so eine Hitze bei euch? Bei mir ist gerade mega die Hitze. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, wenn ihr das Let's Play irgendwann im Winter schaut, aber bei uns ist gerade... Also es wird gerade Sommer. Jetzt gerade zu der Zeit, zu der ich das jetzt gerade aufnehme. Das müsste der letzte Raum sein, den wir noch nicht gemacht haben. Komm, geh mir aus dem Weg. Einmal clean weggekombot und rein in den nächsten Raum. Natürlich. So, hier brauchen wir dich. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie war das? Ich muss erst hier... Ah! Nein! Da drauf! Das war nämlich ein bisschen tricky. Das ist die eine Stelle, wo ich in der verkackten Aufnahme hing. Was heißt verkackte Aufnahme? Es war halt die Aufnahme, die ein bisschen... Ja, sagen wir, OBS hat nicht so ganz gemacht, was es soll, ne? Kennt man ja, wenn ihr auch
YouTube-Videos macht. Ich denke, heutzutage machen tatsächlich recht viele Leute Let's Plays. Ist auch sowas, was einerseits cool ist, dass die Szene so wächst, aber andererseits gibt es halt Leute, die beziehungsweise mehr Leute, die einfach ein schlechtes Licht auf die Community werfen. So, hier müssen wir nämlich hoch und dann hier mit dem Gleiter rübergleiten. Und da bin ich beim besten Willen nicht drauf gekommen. Und ich war da die ganze Zeit am Versuchen, wie ich da rüberschwingen kann vom letzten Holzbalken. Aber es gibt ziemlich viele sehr coole Let's Player, auch kleine Let's Player, da, oh, das stimmt, richtig, es hat wieder nicht ausgewählt. Ah! Ah, es gibt, da wollte ich auch ein, Video drüber machen, über, coole kleine Let's Player, wo ich euch mal ein paar davon... Ah, nee, warte mal, wir sind in der ersten, ich bin so dumm, wir sind in der ersten Phase, natürlich muss ich hier erst... hier rüber schwingsen. Wing! Und jetzt kommt Walu. Was auch immer Walu in Ganons Festung macht, aber nicht hinterfragen. So, abwarten, bis wir wieder anvisieren können. Ah. Ah ja, Moment. Natürlich, es muss erst... Bevor ich die Decke anvisieren kann, muss die Decke erstmal irgendwo herkommen. So. Und direkt wieder dasselbe Spiel. Nee, was ich erzählen wollte mit den Let's Playern, dafür gibt es halt auch genauso viele... Hey, das war fies. Neunjährige Minecraft-Kiddies, ne? Die dann halt, keine Ahnung, das ist halt nicht so cool. Weil dann viele Leute, habe ich ja auch schon drüber geredet, die sich dann dagegen entscheiden, sich kleine Let's Player zu suchen oder kleinen Let's Playern die Chance zu geben. Und dann lieber bei den etablierten großen Let's Playern ihre Videos schauen. Was ja auf der einen Seite nicht zu verübeln ist, weil man eben, man hat eben die garantierte Qualität. Ich weiß, dass ein Gronkh kein Video mit schlechter Qualität hochladen wird. Oder die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall wesentlich, wesentlich niedriger als bei irgendeinem, ja, Minecraft-Kiddy. So fies es klingt, aber dann, So, kann ich dich eigentlich auch... Nee, du wirst dann nach da unten gezogen. Nein, Lava! So, komm ran! Und der ist auch besiegt. Sehr gut. Wundervoll. Und ich habe die Hälfte der Zeit gebraucht, die ich beim letzten Versuch gebraucht habe. Und die Türe öffnet sich. Sesam, öffne dich. Oh, sie öffnet sich gar nicht. Sie löst sich auf. Meister Ganondorf, ich fühle mich nicht so gut. Oh, dafür komme ich in die Hölle, oder? Ja, natürlich tue ich das. So, komm, ihr seid ja... Zack. Zack. Überhaupt kein Problem für mich da, Da mache ich kurz einen Prozess. So. Genau, jetzt sind wir hier. Hier werden wir erstmal einen alten Bekannten wieder treffen. Hier. Moment. Wie war das? Musste ich... Ah ja, richtig. Ich erinnere mich. Jetzt muss ich kurz die richtige Reihenfolge überlegen, die, eigentlich hätten wir zuerst in den anderen Raum gemusst, weil wir da die Reihenfolge kennenlernen, aber ich glaube, ich habe es richtig. Ah, nee, war das andersrum. Dann habe ich es genau verwechselt. Zack. Zack. Zack, ne? Zack, zack, zack. Nein? Okay. Dann müssen wir es... Ich dachte, ich hätte es noch im Kopf. Netter Versuch. Dann kriegen wir es auf der anderen Seite gezeigt. Rechts hinten, links vorne, rechts vorne, links hinten.
Also so, ja, ich... Nein, sprich nicht mit mir. Entweder Zelda oder Leuenkönig. Leuenkönig ruft an. Hallo, Link. Oh, ich habe mich wohl verwählt. Entschuldigung. Link, präge dir genau ein, was du in diesem Raum hier siehst. Die Muster an den Wänden sind ja Schlüssel zu Rätsel, bla bla blub, habe ich doch gerade eben erklärt. Hörst du mir überhaupt nicht zu? Verfolgst du etwa meine Let's Plays nicht? Und jetzt hätte ich gerade eben deswegen fast die Reihenfolge ver... Ja! Spiel, du musst mir jetzt nicht hier die Lösung zu dem Rätsel breastfeeden. Das muss nicht sein. So, rechts hinten, links vorne, rechts vorne, links hinten. Da war ich doch nah genug dran. Close enough. Schwing. Geht es da etwa in die Zerrwelt? Und was machst du hier drin? Ja! Ganon ist also von hier aus wieder in die Oberwelt gelangt. Link, machen wir uns auch auf denselben Weg, den Ganon beschritten hat, zunutze, um an die Oberwelt zu gelangen. Ich weiß nicht, ob ich so einem schwarz glitzernden Portal in eine andere Dimension trauen würde. Solltest du noch etwas aus der Welt oberhalb des Meeres benötigen, gehe an Bord des Bootes und steuere auf den dunklen Wirbel zu. Oh, hallo, Boomerang. Wo war der denn? Der hat die ganze Zeit so in der Luft gewartet. Während wir den Dialog gehalten haben. So. Und hier auch keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll, aber hier müssen wir einfach hier runterspringen. Das wusste ich aber noch. Ah ja, richtig. Moment. Hier müssen wir gegen Phantom-Ganon kämpfen. Ja. So, der hat nämlich auch einen Angriff drauf. Moment. Das war nämlich recht fies. Wo er mehrere Kugeln schießt. So, und wir müssen immer dem Ende, also dem Griff des Schwertes folgen und durch die entsprechende Tür gehen. Das ist hier der Trick dabei. Und hier haben wir den nächsten. Ah! Das war der Trick, den ich meinte. Ich habe nur den falschen Knopf gedrückt, um aufzuladen. Ah, und jetzt habe ich zu spät losgelassen. Uncool. Phantomidorf. Okay. Das Spiel kann ich. Dazu habe ich Ocarina of Time oft genug durchgespielt. Zack. Und das ist die Tür hier. Wenn man das Rätsel einmal raus hat, dann ist das alles ja ganz easy. Oh! Habe ich noch? Ich habe noch zwei Feen. Und eine von Omas Suppe. Das sollte absolut reichen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel hier ein bisschen leichter gemacht ist im Vergleich zu Ocarina of Time, sagte er und verkackte. Gute Arbeit. Hier müssen wir aufladen. Schon wieder zu spät losgelassen. Mann! Ich werde es nicht lernen. Jetzt! Zack. Ich würde mir Omas Suppe nur bis zum Endboss aufbewahren. Ich würde es auf jeden Fall gerne tun. Ich glaube, ich opfer lieber erstmal eine Fee auf. Weil, wie gesagt, Omas Suppe, das haben wir ja schon gesagt, gekriegt. Sorgt dafür, dass wir, solange wir keinen Schaden kriegen, doppelten Schaden austeilen. Und das ist halt... Das ist halt ziemlich gut. Zack, Schlierz. So, die Tür. Sind wir jetzt durch? Ne, einen haben wir noch. Oder vielleicht auch zwei, ich weiß es nicht. Oh, Fee.
Okay. Jetzt weiß ich auch, wie ich damit umgehe. Einfach eine Wirbelattacke. Hätte ich mir denken können. Und noch einer. Ich glaube, am klügsten ist es generell erstmal eine Wirbelattacke aufzuladen, weil mit der Wirbelattacke kann ich alle Kugeln zurückschlagen. Und sein Clone Wars Angriff. Oh. Das sah vielleicht etwas doof aus. Und haben wir jetzt nochmal ein Final Showdown gegen Phantom Ganon Durf. Ich glaube, ich weiß, was wir kriegen. Aber ich will nicht spoilern. Bis hier habe ich nämlich gar nicht aufgenommen. Da habe ich schon gemerkt, dass irgendwas mit OBS nicht stimmt. Die Lichtpfeile durch Drücken von ZR kannst du zu ihnen umschalten, wie mit allen anderen Pfeilen auch definitiv. Und wir kommen wieder nach draußen. Wundervoll, Freunde. Dann würde ich sagen... kümmern wir uns erstmal um die hier. Ah, uncool. Uncool, jetzt ist hier auch einer. So viele Phantom-Gennen dürfs. Dürfsen. Gennen dürfsen. Uhunkuhul. Ah, muss ich den vielleicht jetzt... Ja, natürlich. Sei besiegt. So, nee, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Oder ob das in der verlorenen Aufnahme war. Aber auf diesem Schwert, ihr seht, dass da hylianische Schriftzeichen drauf sind. Und die Schriftzeichen auf dem Schwert sind der Name des Schmiedes aus Majora's Mask, was ich sehr cool finde. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, soll es gewesen sein. In der nächsten Folge stellen wir uns dann endlich Ganondorf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.